Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenrückblick hier aus dem Kreishaus in Coesfeld. Viele Dinge liegen in den letzten Tagen hinter uns. Am vergangenen Samstag durfte ich an dem Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Anna-Katharinen-Stiftes Kathaus in Dülmen teilnehmen und durfte Schirmherr dieser tollen Jubiläumsveranstaltung sein. Zu diesem Anlass ist auch eine wunderschöne Festschrift erschienen und es war wirklich ein sehr bewegtes Fest zusammen mit Diözesanbischof Felix Genn. Zunächst einmal der Wortgottesdienst im Freien und dann eben auch ein kleiner schöner Festakt. Und es war toll zu sehen, wie vielfältig doch die Aktivitäten in dieser traditionsreichen Einrichtung inmitten unseres Kreises halt sich entwickelt haben über die Jahrzehnte. Da also ein herzliches Dankeschön an alle, die das so toll organisiert haben, durchgeführt haben. Und ein toller Höhepunkt war sicherlich dann schließlich die Segnung der neu geschaffenen Bronzestatue der Namensgeberin der Einrichtung, nämlich der seligen Anna Katharina Emmerich, die wirklich wunderschön geworden ist und im Eingangsbereich dort Aufstellung gefunden hat, geschaffen vom Künstler Gerresheim aus Düsseldorf. Es lohnt sich also mal mit dem Fahrrad dort vorbeizufahren und sich diese neue Skulptur anzuschauen. Am Montag dieser Woche hatten wir turnusgemäß Landrätekonferenz in Münster und diesmal digital zugeschaltet. Die niederländischen Kolleginnen und Kollegen aus den Provinzen der angrenzenden Regionen und auch da sind wir seit Jahren im engen und guten Austausch, um die Zusammenarbeit auf deutsch-niederländischer Seite zu stärken, zu unterstützen. Gerade im Bildungsbereich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir auch mit unserem regionalen Bildungsbüro halt uns aktiv eingebracht haben. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ein besonderer Höhepunkt in dieser Woche war zweifelsohne die letzte Kreistagssitzung vor der Sommerpause. Und aufgrund des pandemischen Geschehens war dies erst die zweite Sitzung in Präsenz. Vorher war dies immer delegiert worden, notgedrungenerweise auf den Kreisausschuss, um eben in verkleinerter Form die Beratungen zu realisieren. Nun war es also möglich, wenn auch mit Abstand halten und der Einhaltung natürlich der Hygieneregeln, bei uns im Pictorius Berufskolleg zu tagen. Eine lange Tagesordnung wurde abgearbeitet. Unter anderem wurde vorgestellt die neue Marke Commit Neuland erfahren, des Projektes Bürgerlabor Mobiles Münsterland, wo wir uns aktiv eingebracht haben und wo ein wichtiger Baustein der Expressbus 90 von Olfen über Lüdinghausen senden nach Münster ist, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Und rundherum um diese toll aufgewertete Schnellbus-Expressbuslinie wird es also weitere Angebote geben. Herzliche Einladung, sich mal auf der Homepage die Dinge entsprechend anzuschauen. Sicherlich ein besonderes Leuchtturm im gesamten ÖPNV-Bereich hier in der Region. Ein zweites wichtiges Thema war letztlich ein Resümee zum Modellprojekt gegen Corona, das wir durchgeführt haben. Hierzu hat Herr Professor Schwarz von der Uni Münster mit seiner Mitarbeiterin vorgetragen, um die Ergebnisse aus der Befragung, die wir parallel dazu durchgeführt haben, vorzustellen. Das war, wie ich finde, ein sehr interessanter Einblick in die Rückmeldungen, die durchweg positiv gewesen sind, dass über 600 Befragte, die teilgenommen haben, mit dem Konzept, mit dem Sicherheitsgefühl soweit wirklich sehr zufrieden sich geäußert haben, ganz, ganz überwiegenderweise und eben auch hier, dass sie schon auch ein Stück weit positiv auf das Lebensgefühl der Befragten dann auch ausgewirkt hat. Die durchgeführten modellhaften Projekte im kulturellen Bereich vor allem, aber natürlich auch im sportlichen Bereich. Insofern war das wirklich sehr positiv. Positiv auch die Erfahrung, die wir machen durften, dass eben bei den Modellprojekten es zu keiner nachweisbaren Infektion gekommen ist, sodass eben hier wirklich die Hygienekonzepte auch soweit gegriffen haben. Sicherlich auch ganz wichtig an dieser Stelle. Wenn man sich das Infektionsgeschehen anschaut aktuell, das sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Aktuelle 7-Tages-Inzidenz laut RKI liegt bei uns im Kreis Coesfeld bei 7,7, aber auch das wissen Sie, die Delta-Variante ist inzwischen bei uns angekommen. Aktuell zur Stunde 3 Fälle nachgewiesen. Weitere Sequenzierungsverfahren laufen noch, sodass da wahrscheinlich noch welche dazukommen werden. Heißt eben,
Weiterhin ist Vorsicht geboten und besonders die Hygieneregeln sind hier nach Empfehlungen halt der Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler einzuhalten. Deswegen auch meine herzliche Bitte, jetzt nicht leichtsinnig werden, damit wir hier das niedrige Niveau hoffentlich auch werden halten können und das nicht nur in den nächsten Tagen. Nun steht heute noch die Verabschiedung langjähriger Kreistagsmitglieder aus der vergangenen Wahlperiode an. Heute Abend auf der Burg Fischering. Auch das ist wichtig, um Danke zu sagen. Das war vorher pandemiebedingt nicht möglich, auch heute natürlich mit den entsprechenden Auflagen nur möglich. Aber da haben viele Kreistagsmitglieder teilweise über Jahrzehnte hinweg sich hier ehrenamtlich eingebracht. Und da ist es mir wichtig, da auch herzlich Danke zu sagen. Denn Demokratie lebt nur vom Engagement vieler Einzelner, die bereit sind, sich für die gute Sache einzusetzen. Von daher auch an dieser Stelle natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es ist toll, dass da immer wieder sich Menschen auch für bereit erklären. In diesem Sinne darf ich Ihnen jeweils an Ihrer Stelle auch herzlich für Ihr Engagement bei uns danken, wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein schönes Wochenende, alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.